So Leute, der Dominik hat gesagt, wir sollen uns das alle viermal anschauen. Das muss so ein geiles Video sein, das darf niemand von uns verpassen. Das passiert eigentlich sonst bloß, wenn er selbst daheim Videos aufgenommen hat. Nachts das sind allein. Die ersten Szenen zu GTA 5. Das schaut ja viel besser aus als das Vierer. Und ich spiele in Deutschland. Und es läuft flüssiger, ja. Und die Nebenmissionen machen endlich mal Spaß. Es gibt eigentlich nur diese Nebenmissionen, habe ich mir sagen lassen. Also das ist wirklich Omsi, der Omnibus-Simulator. Omsi, wer denkt sich solche Namen aus? Bemerkenswert, dass es hier schneit und die Leute alle im T-Shirt und im Top rumlaufen. Man muss jetzt mal Folgendes sehen. Ich habe gehört, dass das noch die besten Szenen sind. Jetzt scheint wohl das Bug-O-Rama zu kommen. So toll, wie das ausschaut, kann man sich das fast nicht vorstellen. Ja, die Grafik, das ist doch mindestens die Quake-Engine von 1992. Und während das der Bus fährt, steigen 20 Leute ein. Das ist ja genial, oder? Alter. Boah, wo die alle herkommen. Wahnsinn. Oh Gott. Das ist eine typische zweistufige Animation, oder? Ja, ein sehr, sehr wirklich erfolgreicher Bus. Haben die eigentlich alle bezahlt? Ja, holla, Autos, da geht's ab. Jetzt weißt du, wo die kleinen VWs herkommen. Stau auf Highway 17. Oh Gott. Wer macht sowas? Oh Gott. Warum liegt da vorne jemand auf dem Dach? Ja. Das ist viel mehr die Frage. Und wieso, was sind da Menschen drin, die sich hinten, die sich bewegen oder so im Kofferraum, weil das gar so wippt? Ja, ich glaube, jetzt wird es erst richtig gut. Jetzt sieht man die hochauflösenden Straßentexturen am besten. Es läuft zum Glück. Was ist denn das? Das ist fast so geil wie Panzerfahren. Das ist ja brillant. Ja. Jawohl, ein U-Boot. Ich glaube, das ist der Schulbusfahrer auf Drogen. Holla, holla. Was halt brillant ist, ich glaube, MAN hätte sich ja auch nicht wirklich denken können, dass irgendjemand mit ihrem Namen sowas tut. Alter, geh weg. Die Physik-Engine ist genial. Wollen wir bitte wieder in die Ego-Sicht umschalten? Ich glaube, das ist Achterbahn hoch 3. Wir könnten es aber auch einfach beenden hier, das Video. Bitte. Das macht doch so viel Spaß.